Sind das beide die gleichen eigentlich? Der hat einen Wurfball, okay. Jetzt dabei gerade nur um die Verteidigungswerte eigentlich. Ja, geht um auf den hier. Solltest du weghauen. Also ich erwarte das jetzt mit 90%. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Du bräuchtest ein bisschen Verteidigung. Ja, klasse. Zwar keine Stärke, aber alles andere ist dafür gestiegen. Und auch der Fähigkeitswert. Der bei unserer Lieben leider nicht steigen möchte. Passt ja wie die Faust aufs Auge. Kriegst du zwar noch ein bisschen Schaden, aber damit solltest du umgehen können, denn in größerer Entfernung war nichts, wenn ich richtig gesehen habe. Ansonsten haben wir ein Problem. Ingrim bringt uns nichts. Hätte es uns so oder so nichts gebracht. Aber okay. Ja, der wird gleich auf uns schießen. Die habe ich hier hinten gar nicht auf der Rechnung, aber... Also auf jeden Fall, die Balliste hat 5 Schuss. Das, ich weiß nicht, ob ihr es von mitbekommen habt. Und die 5 werde ich jetzt hierauf ballern lassen. Und dann hat sie die Sache erledigt. Kann ich auch Toro Neo für nehmen eigentlich, wenn man es richtig nimmt. Ah, Windschneide. Geschwindigkeit 11. Geschwindigkeit 14. Ah, die haben alle Langwaffen oder alle Distanzwaffen. Ja, geh du mal hier hin. Bist du hier überall auf jeden Fall schon mal sicher? Überall? Ja, überall. Eigentlich finde ich es so mache auch, aber ich will ja die Ballista leer schießen lassen. Du kannst mal wieder umrüsten auf die Stahl. Da unten wird das nochmal heikel, denke ich mal. Ist schon bewegt. Speichern wir nochmal und dann beenden wir den Zug. Ansonsten haben wir mit Zoffe irgendwas um und Taro Neo, wenn das notwendig ist hier im Zug normalerweise. Woran ich aber nicht glaube. Distanzwaffe macht dann 0 Schaden. Ist ein geschenkter Erfahrungspunkt. Den nehmen wir gerne mit. Wieso nicht? Ausgewichen sogar. Oha. Da ist ein Support, aber ich denke mal, der wird treffen. Oha, doch nicht. Nichts trifft hier. Klasse. Das müsste ein Bogen sein. Ja, der macht ein bisschen mehr Schaden. Aber auch noch keinen relevanten Schaden. Ja, was heißt relevant? 4 Schaden sind immerhin 4 Schaden, aber nicht unbedingt so, dass ich jetzt hier gleich ausraste und denke mir, irgendwie denken muss, von wegen, warum der denn so viel Schaden macht. Hält sich noch alles im Grenzen, das finde ich gut. Und wir kontrollieren das hier gerade. Wir spielen das hier gerade ganz ordentlich runter. So, die NPCs hauen ab, glaube ich, jetzt. Oder stellen die sich nur davor? Ich glaube, die hauen... Nein, die stellen sich nur hier vor. Okay. Ich war da mal und die hauen ab. Dann nicht. Der schießt zurück. Das ist nicht gut. Ein
liebsten aber den Langspeer ausrüsten, damit ich auf alles zurückschießen kann, aber... Ja, was soll ich jetzt tun, großartig? Ich kann hier mit der Stahllanze raufhauen und dann von unten mit Leo schießen. Das kann ich machen. Ich kann es aber auch sein lassen. Und das große Heilen ist auch gleich mit Laura vorbei. Denn 8 Stäbe nur noch. Aber jetzt ist die Frage, ob ich jetzt von hier oben... Ich bin bis jetzt immer von unten hochgegangen. Und habe alles ausgeschaltet. Und ich glaube, dabei bleibe ich auch. Denn das ist eine sichere Variante. Ich würde ja gerne mal ausprobieren mit Mikaya hierhin und die alle umhauen können mit Tani. Oder es versuchen zumindest, aber die Distanzwaffen machen mir alle Angst. Na, die bekommt ihre Möglichkeit für Level-Ups noch. Wie viel Schaden würdest du denn bekommen? Genug. Okay, das lassen wir ganz schnell. Speichern wieder vorher. Ach ja, ach ja, ach ja. So, er zieht sich zurück. Ach so. Okay. Ein Schwertkämpfer möchte mir ans Leder, okay. Sollte nicht mehr weit wegreiten können. Ein Feld, denke ich mal noch, ja. Ja, macht mal auf Tauroneo. Chichi. Oha. Oha, jetzt treffen sie alle. Aber der sollte nicht treffen, quer. Oder doch? Erst ist er allem ausgewichen und jetzt haut er da auf jedem rauf, oder was? Den muss ich ausschalten und am besten noch den hier. Das schaffe ich aber nicht. Wenn 17... Viel Schaden? Also ziemlich sicher 10. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet. Ich habe nur eine hohe Zahl gesehen und doppelt. 11. Sollten 14 reichen, die ich hier sogar gemacht habe, ne? Ja, aber die Frage ist, treffe ich auch? Das ist sehr gut, dass ich getroffen habe. So, jetzt speichere ich jetzt schon mal, denn in diesem Zug könnte es noch etwas heikler werden. Ja, den schalte ich ja eh gleich aus. So habe ich es zumindest vor. Was man aber sagen muss, Leonard ist ein sehr sicherer Bogenschütze.
zwar nicht der stärkste, aber ein sicherer. Und Verteidigung hat er leider auch nicht so viel. Aber das ist bei Bogenschützen normal. Und der wird ja eh gemieden. Dank Schatten. Was aber nicht ausschließt, dass er getroffen wird. Ach, der hat kein Heilmittel. Wie zur Hölle mache ich das jetzt? Ja, ich könnte ihn retten, aber... Chill ist nicht in Reichweite. Ich kann sie hier positionieren in der Hoffnung, dass da was rüberzieht, aber... Ach, du Heilige. Okay. Ja, heilen bringt überhaupt nichts, denn heile ich nach, dann ist er vorbei mit Mikaya. Es sei denn, damit habe ich mir aber hier das schon verbaut, glaube ich. Kannst du Mikaya retten? Nein, kannst du nicht. Was hast du denn für eine Ausweichchance? So hoch ist die gar nicht, wie ich jetzt vermutet hatte. Ja, hauen wir im Kart drauf. Wenn es dazu kommen sollte. Wo haben wir es denn? Den Support suche ich gerade. Ah. 15 Ausweich. Das ist gerade ärgerlich. Und ich habe gerade keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Die Level aus mir sind eigentlich egal, solange es Leben und die, Verteidigung eigentlich ist. Hey. Ja. Du wirst ihn retten können, ne? Ja, würdest du. Dann steht er hier aber offen. Ja, ich muss ihn versuchen zu retten. In der Hoffnung, dass jetzt hier... Ich könnte ihn auch schalten. Ich könnte halt nur zwei ausschalten. Einen hier. Und... den hier. Es sei denn, du kannst ja irgendwas. Du kannst auch am Geschehen teilnehmen mit einem Kill. Ist das hier gehölzt? Nein. Ich kann das Spielgeschehen nicht verlagern gerade. Das ist gerade das Ärgerliche. Ich kann nicht mal Leo retten, was ein bisschen schade ist, denn hätte ich ihn gerettet, aber hätte mir alles gebracht. Ich habe einen Plan. Der könnte unter Umständen sogar aufgehen. Ich habe ja gespeichert. So, bis dahin. Flüchten. So. Was für ein Plan. Den retten wir.
Ja. Ich habe keine Ahnung, wie sich das jetzt aufs Kampfgeschehen auswirkt. Ich glaube, es war bis jetzt der längste Zug im Spiel. Mal gucken, ob uns überhaupt irgendwas bringen wird. Weil um den habe ich gerade auch noch ein bisschen Angst. Wir haben es vorher nicht geschafft, die zu besiegen. Und ist eine Bogenschütze weg? Ich weiß es gar nicht. Das sind ja die, die böse sind bei ihm. Ich denke mal schon, aber man weiß ja nie. Ja, die Sache ist eigentlich jetzt schon bereinigt. Und ab nächster Runde darf Jill auch mit ins Spielgeschehen eingreifen. Ja, das wird gefährlich. 50%. Ja, das war äußerst gefährlich. Wir hatten ja gespeichert, aber zum Glück hat die nicht, oder hat der Bogenschütze nicht getroffen. Das wäre böse ausgegangen, definitiv. Naja, haben wir den Bogenschützen schon mal weg. Du heilst dann einen da selber, das ist ganz gut. Hast du irgendwelche Heilmittel dabei? Ein Kräuter, klasse. Egal. Einwerfen. Nehmen? Nee, ich will nicht nehmen. Ich möchte mich jetzt hier mit meiner Lanze hinstellen. Das mache ich jetzt mal. Und dann auch ein Heil. War das schlau? Na egal, ich werde jetzt hier hinstellen. Habe ich mein Item ausgerüstet? Ja, das heißt, die werden auch. So, und jetzt mal gucken, ob es aufging. Zwar schwach, aber die Trefferwahrscheinlichkeit stimmt auf jeden Fall schon mal. Mit 50%. Mit 90%, das geht doch schon mal. So, das sind 1, 2, 3, 4. Das gefällt mir von der Anzahl. Dann weiß ich nämlich jetzt schon mal genau, wo ich danach hingehen werde. Geht einfach nur darum, dass sie ein bisschen Erfahrung sammelt, indem sie angreift und auch trifft. Das Killen ist jetzt erstmal zweitrangig dabei. Und Nolan braucht definitiv mehr, oder beziehungsweise ist es bei Nolan ist es wichtiger, dass er die Stahlaxt hat. Dann können wir sie hier hinter parken. Das ist leider zu weit weg, vermute ich mal. Ja, Nolan. Ihr könnt hier einfach mal warten. Wenn wir hier an der Linie sind, dann können die von hier oben ja nachziehen, damit hier nicht alles nach unten zieht. Und dann können wir da ein bisschen aufräumen. Ich denke mal, dass wir jetzt diesen Zug relativ sicher überstehen werden. Denn Zoffe wird nicht so viel abbekommen. Denn Zoffe wird viel abbekommen. Aber der Schaden an sich hält sich in Grenzen und die Trefferwahrscheinlichkeit auch von da aus. Nur zur Info, Taro Neo gehört nicht zu meinem endgültigen Team. Wer sich da jetzt so denkt, so von wegen, boah, der muss aber. Nein, bei mir war er nicht im Schlussteam. Kann sich diesmal ändern? Das weiß ich noch gar nicht so, aber ich habe da lieber zwei andere, die sich da mal gerne drum streiten um die Position. Ja,
die, die Path of Radiance gespielt haben, die werden genau wissen, welche beiden ich meine. Die beiden sind nachher die meiner Meinung nach besten Tanks. Ja, mach mal. Oha, mit der Trefferwahrscheinlichkeit sogar. Hat mich ein bisschen verwundert. Wie viel Life? 17? Das passt mir sehr gut in den Kram. Sind 5, ja, habe ich immer noch genug Life, denke ich mal. Mit 1%. Mal, ihr müsst mal überlegen. Ein Angriff von 100. Da passiert sowas. Und ich habe da dieses irre Glück. Aber okay, ist jetzt nicht schlimm. Ist nur ärgerlich, wenn mir dann sowas passiert. Schöner Level-Up. Stärke, Fähigkeiten und Verteidigung. Er entwickelt sich gerade echt gut. Und er hat noch einige Level-Up vor sich. Und hat Fähigkeiten jetzt schon fast gemaxt. Ich denke mal noch einer. Und Verteidigung fehlen auch nur noch 2. Stärke und HP ist auch nicht schlecht. Also, du mauserst dich. Definitiv. Glück hat er dafür ganz wenig. Aber Kritten braucht er nicht. Eigentlich nicht. Dafür gibt es andere. Ich wollte eben gerade, ja, mit Jill den hier besiegen. Also den anderen, den er normalerweise vorgeschwächt hätte. War aber daraus wurde er jetzt leider nichts. Jill kommt leider nicht so gut in Fahrt. Aber die übelste Waffe im Spiel, die werden wir ja auch noch kennenlernen. Die, ja, OP-ste Figur, die es in diesem Spiel gibt. Definitiv. Und da gibt es keinen, der da was anderes sagt. Aber okay. So, ihr beide könnt gleich mal ein Schwätzchen halten, ihr beide. Wieso nicht? Wollt ihr nicht reden? Nö, scheinbar nicht. Ich denke mal, wir stehen ja jetzt gerade relativ sicher. Macht selbst die Lanze 0 Schaden. Beziehungsweise, ja, der Speer. Bei dem eh nicht. Und so werden es immer weniger und wir sammeln ordentlich XP dadurch. Das zieht sich für alles jetzt gerade ein bisschen hin. Aber so ist das Spiel halt nun mal. Also, wer jetzt hier mit hoch explosiver Spannung rechnet. Das ist schönes, gemütliches Strategiespiel. Und ich glaube, euch gefällt das, wenn ich so jetzt die erste Resonanz so höre, nach 10 Parts. Beziehungsweise 12 sind es ja jetzt, glaube ich. Mit dem müssen es jetzt 13, 14, 15 irgendwie sowas sein. Dann bin ich damit recht zufrieden. Definitiv. Das schaffst du sogar. Ach nee, das ist ein... So. Den schaffst du. Aber die Frage ist... Ach komm. Solltest du aushalten. Du bist eigentlich tanky genug dafür. Und stehst im Busch. Mit... Ja, natürlich triffst du mit der Trefferwahrscheinlichkeit. So. Auch den haben wir besiegt. Ja, 2 Schwertkämpfer oder einer? 2. Hm.
nicht so schön, aber lässt sich mit leben. Fuck. So, Mikaya, du bist jetzt mal eingestoßen. Ich lasse das Kommentar los, ihr Säue. Der kümmert sich um die, da bleibt einer übrig. Taroneo hat sich bewegt, ne? Ja. Da bleibt einer übrig bei meiner Rechnung. Es sei denn, du kannst was anderes killen. Außer dem Magier. Und natürlich machst du... Aha. 10. Du kannst den platt machen. Dann... Du machst den. Dann habe ich gedacht, dass du den machst. Und hier den. Das ist ja auch ein Thema. Aber daraus wird leider nichts. Denn der 13 HP... So wird er meinem Angriff überleben. Aber ich werde das trotzdem machen und speichern. Eventuell, ja. Wie viel Rüstung hast du? Nicht so viel. Aber genug. Erstmal die anderen bewegen. Mikaya zum Schluss, falls hier irgendwas ganz gewaltig schief läuft, kann man da immer noch ein bisschen was ausbügeln. Obwohl, was ist gefährlicher? Wie viel Angriff hast du? 20 und du hast 18. Ja. Dann geh du auf den her. Aber nicht mit dem Kart, sondern mit dem Bronze. Ein Kart reicht, aber... Ah, komm. Einmal ein Kart. So schlimm ist das auch nicht. Zack. Das reicht nicht, weil er jetzt hier steht. Was wieder besonders doof ist, aber wir haben Volok hier. Ah, der uns hier nicht hilft. Obwohl, da wird er gleich ein Platz frei. Mit 88%iger Wahrscheinlichkeit wird ein Platz frei. Level up. Stärke. Sie braucht keine Stärke und hat dafür jetzt schon, ja, 4 Level Ups. Klasse. So, hier werde ich auf den Magier gehen. Einfach aus dem Grund, weil ich hier den nicht besiegen kann. Und der Magier wird sonst immer wieder heilen. Und das möchte ich nicht.
Joa, komm. Macht euch mal auf den Weg. Lang ist er nicht mehr. Damit habe ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mit allem gerechnet. Eher auf Mikaya und Leo, aber ja. Dann macht das halt so. Du darfst mal. Das gibt tolle Erfahrung für Jill. Das überzeugt mich im Moment nicht. Apropos, habe ich jetzt hier die Dings schon leer geschossen? Tatsächlich. Und ich wundere mich schon. Irgendwie werden wir doch gar nicht mehr so belagert. Eigentlich relativ bescheiden, dass wir die beiden hier oben haben. Aber okay. Wir werden uns jetzt hier einfach mal ein bisschen zusammenrotten. Und dann mal sehen, was draus wird. Wo muss ich hin, um überhaupt irgendwas zu pullen? Hier. Dann tu das mal. Ja, für 3 HP nicht. Das werde ich nicht tun, aber... den Rest ein bisschen zusammenschieben, das kann ich machen. Und ansonsten gehe ich nächsten Zug mit Tauneo mal hier hin oder so, um mal zu testen. Aber das klappt ja schon. Oh, doch so viel? Hätte ich gar nicht gedacht. Und trotz der Erhöhung haben wir 65% Trefferwahrscheinlichkeit. Ja, Leo trifft mit 70 und du nicht mal mit 60 und du nicht mal mit 70. Also ab und zu bist du auch echt schon eine Marke für dich, ne? Ja, versuch das jetzt nochmal. Hat er schon einmal geklappt? Und wieder klappt es. Mensch. Schade, Jill scheint sich nicht so zu entwickeln wie bei mir im Spielchen, bei meinem ersten. Aber das ist dann halt so. Kann man darauf verzichten. Es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass mein ganzes Let's Play darauf baut, sie mitzunehmen. Nein, natürlich nicht. Opfern wir mal eine Runde? Ja, tun wir. So, die kommen jetzt runter. Das ist gut. Wurfbeil.
Kann ich es nicht wieder mit einpacken? Nee, kann ich nicht.